Willkommen, Freunde, zurück zu Okami, Part 118 schon. Es wird echt immer heftiger. Hier ist eigentlich unser letzter Anhaltspunkt, unser letzter Punkt, wo wir uns hinbegeben müssen. Die Arche von Yami oder weiß ich wem. Aber wir sind noch dabei, die Perlen zusammenzusuchen. Und hier bin ich jetzt, glaube ich, auf dem richtigen Weg, um mir das letzte Fragment zu holen. So, geht's hier noch irgendwo lang? Nee, aber da unten war auf jeden Fall noch ein Kleeblatt. Okay, geschafft. Alter Schwede, okay. Okay, hier sind noch ein paar Kleeblätter. Und da ist was vergraben. Und ich glaube, das ist sogar eine der zwei Perlen, die hier noch fehlen. Alter, bringt ja auch nochmal voll Geld. Leute, wartet mal. Ich hab doch noch... Alter, ich habe jetzt so viel Geld, um mir die Perlen gerne zu holen. Fast. Alter, ihr könnt mir doch... Bestimmt kriege ich jetzt nur Geld, weil ich schon alles voll gelevelt habe. Das ist ja geil. Dann brauche ich ja gar nichts mehr verkaufen. Boom. Zack. Perle erhalten. So, hier war ich aber noch nicht. Hier muss auch irgendwo das letzte Fragmentteil sein. Hier unter dem dicken Stein hier. So. In dem Stein waren Trauben drin. Ist klar. So, was ist das da für ein Vorsprung? Ist hier irgendwas? Nee. Gut, okay, warte mal, weiter gucken. Hier muss irgendwo was sein. Irgendwo hier muss was sein. Hier geht's noch weiter nach oben. Gucken wir mal. Ich hoffe, hier geht's noch weiter nach oben, weil ich will das letzte Fragment haben. Klar, das ist hier. Ich kann es spüren. Ich kann es spüren, Leute. Da ist es. Aber es ist eine andere Truhe. Aber es ist trotzdem... Jawoll! Das letzte Fragment der Sonne. Drei leuchtende Einheiten bilden eine neue Solarenergie. Tada! Und... Bumm. Freunde, wir sind full heal. Wir sind einfach nur voll aufgeladen. Wir haben 20 Herzen, 20 Solarenergie, wenn du so willst. Ach, wie geil. So, jetzt ist hier aber irgendwo noch eine Perle. Irgendwo hier. Ich weiß nicht wo. Hier ist erstmal noch sowas zum... Ah, hier, ich hab's ja gerade gesehen. Das ist doch hier die, oder? Ja, dann sind wir hier auch schon wieder fertig. Ist das geil? Boom, zack, geil. Verschreute Perle. Ah, das macht so einen Spaß, ey. Das ist voll cool. So, was ist hier der richtige leuchtende Punkt? Ich sehe den gerade nicht. So, okay, erwischt und zack. Und fette Kohle. Alter, ist das geil. Jetzt habe ich genug Geld. Also kriege ich ja auch richtig ratzfatz Geld. Obwohl, naja, so viele Glücksdinger werde ich jetzt nicht mehr finden können, um halt irgendwie noch die 2 Millionen zu bekommen für die letzte Angriffstechnik. Die müssen wir uns auch noch holen. Unbedingt sogar. So, okay, dann mache ich hier mal einen flotten Auto und jump hier einfach runter. Höp. Trappen. So, okay, da war nichts weiter. Nee, ui. Schnell übers Wasser, schnell raus hier zum nächsten Warp-Spiegel. Und dann geht's zur Taka-Ebene und Richtung Sasa-Zuflucht. Da müssen noch weitere Perlen sein. Ach nee, ich hol mir erstmal die letzte Perlenkette und frisch die mit meinem Goldstaub auf. So, ihr habt mir auch schon gesagt, dass ich wohl nochmal Goldstaub kaufen kann in der Arche. Da gibt's ja wieder so einen Händler, der auch nochmal Dämonenzähne verscheuert oder haben will und so. Aber es gibt wohl keine neuen Dämonenzähne-Artefakte mehr, die ich mir kaufen kann. Da habe ich auch schon alle. Das ist trotzdem gut zu wissen. Ich hoffe, der verkauft auch die letzten zwei Mal Goldstaub. Dann haben wir alle Waffen aufgegoldet. Richtig geil. Dann haben wir, das ist für mich dann so richtig schön 100%. Abgesehen von den ganzen Fischen beim Angeln und so. Ihr wisst ja, da haben wir uns ja letzten Part schon drauf geeinigt, dass ihr mir das dann halt doch erspart und vergüten lasst. Warum ist der Mond hier so komisch in der Nacht? Hui. Mann, ich will jetzt wieder Tag haben. Sieht ja doof aus. Für die Sonnenfinsternis. So. Und wieder Tag. So, schnell. So, wo ist jetzt hier der Spiegel? Da ist der Spiegel. Ach, die Sonne. Achso, die Sonne ist die ganze Zeit da. So, okay, dann raus hier. Ich weiß, es sind noch ein paar mehr Perlen. Wir könnten noch mehr machen auf einmal, aber nee. Jetzt geht's wieder schön hier nach Liste. Na, komm schon, wenn ich mal hier dürfte. Herr Spiegel, wenn ich Sie bitten dürfte. Machen Sie mal hier nicht so ein Rambazamba hier und einfach... Ja, meine Liste hat gesagt, wir müssen unbedingt zur Taka-Ebene. Und dann ist da auch noch nämlich noch gleich in der nächsten Nähe die Zugbrücke und sowas alles. Warte mal, kann ich in die... Ah, Sasa-Zufluch, kann ich mich direkt hinwarpen. Miau. So, da gibt es hier auch noch zwei Perlen. Eine ist direkt gleich hier in dem Spiegel. Ja, die ist bloß vergraben. Man übersieht hier echt viel bei dem Spiel mitunter. Oder was heißt Mann? Also ich. So, hier irgendwo muss hier was vergraben sein. Nee, hier nicht. Warte mal, hier oben. Hier waren wir ja schon. Könnt ihr irgendwas erkennen? Ach, ist so dunkel hier. Es ist doch... Ich habe doch gerade Tag gemacht, oder nicht? Na, egal. So, hier irgendwo ist eine Kiste vergraben. Bloß wo? Na komm, die finde ich doch schon. Also ein bisschen Platz hier machen. Ich sehe ja wieder nichts. So, komm her. Ja, eigentlich war das rechts oder links neben dem Spiegel soll das sein. Ach, hier ist natürlich überall... Warte mal, muss ich mal kurz nochmal lesen, ne? Sasa-Zuflucht.
Ja, rechts neben dem Speicherpunkt. Okay. Oder hier? Hier vielleicht. Hier vielleicht? Hier sind Tiere gewesen, die wir alle schon gefunden haben. Aber nee, hier guckt kein Dings aus dem Boden raus. Dann vielleicht, war das vielleicht hier gemeint? Nee, sind auch nur nochmal Spatzen. Und hier ist irgendwie eine komische Lücke in der Wand. Aber nee, hier ist auch nichts. Nee. Hier sind bloß lauter Bambussprossen. Nee, der muss schon hier irgendwo sein. Bloß wo? Irgendwo zum Graben. Wo kann ich denn hier graben? Hier gibt's nichts zum Graben. Keller machen? Nee. Hier oder was ist das Einzige, was mir jetzt einfällt? Vielleicht legt man kurz einfach eine Bombe. So, vielleicht macht ihr ein bisschen was frei. Boom, boom! Nö. Wo ist die denn? Seht ihr die schon oder was? Und ich bin wieder so bescheuert? Neben dem Speicherpunkt. Oder halt auch neben dem Weg. Vielleicht hier irgendwo. Auf dem Weg halt. Oder da oben. Nee, hier ist bloß dieses Eingangsschild, dieses fette. Okay, dann gucken wir nochmal hier. Stein kaputt machen. Irgendwas hier unter. Das wäre ja auch gemein, wenn das hier also versteckt ist. So. Hier gucken wir uns das mal richtig schön um. Das muss hier nämlich irgendwo sein. Das andere ist dann übrigens, was, wo ich nochmal meine Restaurationsfähigkeit benutzen muss. Okay. Habe ich auch schon lange nicht mehr gemacht. So, rechts neben dem Speicherpunkt oder neben dem Weg hier. Ja, bloß wo? Da habe ich die etwa schon. Wartet mal. Die kann ich doch noch nicht haben, oder? Die muss vergessen abzukreuzen. Das müsste jetzt 30 und 31. Nö, habe ich beide noch nicht. Okay. Vor dem Gasthaus. Das ist doch hier. Oder gibt es hier noch mehr Speicherpunkte? Nö, das ist hier. Rechts neben dem Weg. Doch hier irgendwo. Ach man, ist doch wieder so scheiße. Weil hier gibt es keine wirklichen Möglichkeiten. Da ist nicht viel zum Buddeln, zum Graben. Hier ist auch nichts. Warum ist hier so ein Scheiß? Warum geht das hier nicht weg? Ich habe euch da weggeschlitzt. Hier, geht weg. Nee, klappt nicht. Also hier ist schon mal nichts zum Graben. Hier sind bloß kleine Spatzen, die freuen sich. Hier im Boden ist auch nichts. Mach die Kamera weiter weg. So. Nee, hier ist nichts. Würde ich dann doch erstmal lieber die andere Perle und mach die auf dem Rückweg. Nee, grabe ich einfach mal hier die Dinger hier aus. Vielleicht ist das... Nee. So, zack. Hier ist nichts. So. Da ist auch nichts. Hier irgendwo einfach graben oder was? Nee, oder? Irgendwie könnte die... Warte mal, steht da was von der... Steht da überhaupt was von der Kiste? Oder musst du die echt einfach so ausgraben? Ja, eine Kiste. Hier muss irgendwo eine Kiste sein. Ich guck mal. Ich grab jetzt einfach wild rum. Das wäre ja echt übel. Wenn es hier einfach wäre. Ich habe eben gerade Geld ausgebuddelt, wie ihr gerade gesehen habt, nicht wahr? Aber... Wird da hier... Und Sonnenenergie. Ja, Solarenergie. Hier ist nichts. Ich war hier schon. Und hier oben? Hier ist nur dieses dumme Ding. Das ist ja auch nichts. Nö. Geht's vielleicht noch irgendwo anders lang? Höher vielleicht? Was ist denn da oben zum Beispiel? Nee, da kommt man nicht rauf. Nein, da kommt man nicht rauf. Höp. Hui. Nö. Warte mal, ist das direkt doch hier oben. Irgendwo hier oben. Irgendwo hier vielleicht graben? Wäre auch total fies, weil man sieht hier keine Truhe. Boah, lauter Pfirsiche. Okay, seit wann wachsen Pfirsiche im Boden? Alles egal. So, hier vielleicht irgendwo. Ich sehe hier nicht so einen Nippel, wie so eine normalen Truhen nun mal aussehen. Ich grab jetzt einfach die scheiß Pflanze hier aus. Leck mich doch am Arsch, Mann! Nichts. Nur Energie. Ey, so kann man sich ja voll geil heilen. Hier kommt ja fast immer Solarenergie raus. Viel zumindest. Naja, gut. Okay, das war ja schon mal ein richtiger Reinfall. Reinfail. Dann gehe ich mal kurz in das Gasthaus an sich und guck mir mal an, was ich hier restaurieren soll. Irgendwie über die Restaurationsfähigkeit. Gucken wir uns mal um. Wie die alle hier anklatschen. Lalala. Gucken, ob hier irgendwas kaputt aussieht oder so. Vielleicht irgendeine Brücke oder sowas alles. Warte mal, da geht's ja wieder raus. Aber ist hier vielleicht ist das hier irgendwo gemeint mit vergraben? Also auf meiner Liste steht jetzt wirklich halt Speicherpunkt. Und hier ist ja kein Speicherpunkt, hier ist eine Warpstelle. Der Dicke hier. Und der Typ mit dem Feuerdingern, so lustig. Da geht's nach oben. Hey, vielleicht da oben. Aber wohl, was soll da sein? Na komm schon. Na komm, einmal bitte nach oben. Hui. Nee, bloß so eine olle Blume hier. Was ist das hier? Boom. Geht das kaputt? Nee. Auch nur eine... Aha, was ist da oben? Da oben. Nee, nur kaputte Steine und Kellerasseln. Alles eklig. Nee, hier ist auch nichts. So, das andere soll aber auf jeden Fall innerhalb des Gasthauses sein. Mann, jetzt gucken wir ja, wie blöd... Im Gasthaus, mit Hilfe von Restauration. Ja.
Warte mal, die Treppe nach oben. Vielleicht ist hier irgendwo eine Treppe kaputt oder so, die uns dann zum anderen Raum bringen würde. Vor der Fahrschule genommen. Hier sind wir jetzt gleich beim King, ne? Beim Oberking war das doch hier. Den wir die ganzen Schätze geklaut haben. Alter Schwede. Ihr seht ja alle glücklich aus. Kann ich hier irgendwo was malen? Sieht man ja auch, dann würdet ihr ja so rumstäuben. So, was haben wir hier? Was ist das hier überhaupt für ein fettes Ding? Nee, hier ist nichts. Sind das hier Türen? Nee, einfach wohl so ein Scheiß. Gut, hier sind schon mal nicht. Was soll ich nur machen? Ich finde hier in der Sasa-Zuflucht nichts. Hier irgendwas restaurieren. Irgendwas hier irgendwo in der Mitte? Nee. Okay, gucken wir mal hier in den Raum rein. Einfach mal alle Räume abgucken. So, hier war ein Händler. Ja, und der macht aber... Was sind hier, hä? Das ist ein Spielbrett, aber scheint lange nicht benutzt worden zu sein. So, hast du eigentlich irgendwas? Händler? Ich guck mal kurz, vielleicht hat der noch irgendwie Goldstaub. Bloß nicht verpassen. Nö, hat er auch nicht. Der hat bloß einen anderen Scheiß hier, den man ja nicht braucht. Heiliger Knochen. Ach nee, habe ich auch noch genug. Bumm. Kann ich hier irgendwas malen? Irgendwas restaurieren? Nö, im Zweifelsfall kann ich ja echt pro Bildschirm einfach überall rumschmieren und rumklieren und jetzt eklig. Aber das ist ja auch nicht so geil. Heiß und fettig. So. Hier vielleicht? Was soll man denn hier restaurieren? Wonach suchen wir überhaupt? Hier sind Mäuse noch, okay. Hier sind noch ein paar Dinger. Hier irgendwo was zum Restaurieren? Nee, das würde ich ja sehen, ne? Dann würde mein Pinsel ja, wie ich schon eben erzählt, dann würde ja der stäuben. Hier ist aber auch nichts. Hier waren Mäuse, die haben wir. Ach ja, außerdem wollte ich nochmal irgendwann später ins Hannatal. Weil im Hannatal müssten auch noch Affen sein und Wildschweine. Da habe ich vielleicht alle. Halt, was ist das da? Was war das? Da war nichts. Okay. Hat er jetzt irgendwas fallen lassen? Nee, der rennt einfach so im Kreis rum. So, wartet. Miau. So, sagt der vielleicht hier irgendwie was? Sagst du mir irgendwas? Mir ist so langweilig, Mann. Ich bin ganz schön schläfrig von irgendwo nichts tun. Hier ist überall nichts. Komm ich vielleicht... Hä? Ich guck mir gleich mal die Decke an. Irgendwas muss ja da sein. Oh, der fratzt hier erstmal. Warum liegt Teil mit seinem Essen hier? Ist auch nichts. Eine Dwang? So ein komisches Instrument? Hier kann man nichts restaurieren. Hier ist nichts. Die Sasa-Zuflucht, der schwierigste Ort im Spiel, um die Perlen zu finden, ja. Hier oben ist aber auch nichts an den Decken. Nur ein paar abgehalsterte Hanfblätter. Aber sonst ist hier auch nichts. Das ist sehr merkwürdig. Sehr, sehr merkwürdig. Hier ist nichts zum Restaurieren. Voll angeschmiert. So, letzter Raum, Leute. Ist schon der letzte Raum hier. Vielleicht in... Okay, warte mal. Kann ich hier irgendwas restaurieren? Irgendwas restaurieren? Nö. Hier ist auch gar keine Sau. Alles weg wieder. Hier ist keiner. Vielleicht ist doch hier irgendwo was. Geht's nach oben vielleicht? Nee, auch Decke. Nee, hier ist nichts. Restauration. Der ist bestimmt doch draußen. Der Typ hat mich doch wieder verarscht. Oder die Frau. Warum soll ich denn, dass ein Typ geschrieben hat, den Lösungsguide? Vielleicht war es auch eine Frau. Aber die Frauen sind eigentlich präziser als wir Männer. Guck mal, hier ist doch nichts. Hier macht es nichts einen Anschein, restauriert zu werden. Aber auch gar nichts. Nö. Gut, dann waren hier unten noch Räume? Da geht's raus. Hier hinter war so ein komischer Geheimraum. Den habe ich ja auch gefunden. Ah nee, halt, das war woanders. Was? Wie nehmen? Achso, Mäuse. Hier rennen Ratten rum in so einem Spatzenhotel. Vielleicht... Was haben wir hier eigentlich für Dinger? Irgendwas restaurieren? Nee, warum steht der Schrank hier so separat? Muss hier noch ein anderer Schrank hin vielleicht? Muss hier irgendwas hin? Nee. Hier muss gar nichts hin. Muss hier irgendwas hingemalt werden? Nein. Und ist erstmal für Wind gemacht. Hier muss auch nirgendwo was hingemalt werden. Leute, hier ist nichts. Hier vielleicht die Bambusdinger wieder neu malen. Nö, das ist so gewollt, aber nicht gekonnt. Vielleicht die alten Blätter hier, weil die kacke aussehen. Alle Blätter sind grün, außer die. Kein Plan. Dann ist er doch hier irgendwo draußen. Mensch, zählt ja auch zum Gasthof. Na, lieber Gustav als Gasthof. Was soll hier... Ja, yeah, Feuer! Was soll ich hier reparieren? Was ist das überhaupt da oben? Ne, da kam ja Wasser raus. Das habe ich erstmal alle verbrannt. Auch nicht schlecht. Hier irgendwo muss doch mein Pinsel anfangen zu stäuben. Genau wie hier im Wasser. So müsste dann, glaube ich... Oder doch nicht, oder? Restauration. Was ist denn das hier? Kann ich hier irgendwas...
Irgendwas muss doch hier sein. Nee, da ist nichts. Scheiße. Leute, langsam wird es auch selbst mir zu langweilig. Was ist hier los? Was ist das hier für ein Ding? Sieht das kaputt aus? Ist das hier was kaputtet? Ich weiß es nicht. Gehen wir einfach mal hier lang. Und gucken mal hier lang. Vielleicht hier. Hier waren die Tiger und sowas, ne? Wenn ich mich richtig erinnere. Aber was soll hier repariert werden? Hier braucht man nichts reparieren. Nur über die Technikrestauration erreichbar. Dann muss es ja irgendwie sowas sein. Ich erinnere mich hier bestimmt auch an den Drachenpalast. Da, wo man auf so Säulen raufjumpen musste. Da war halt, ja, das war halt so von wegen restaurieren. Aber hier doch nicht. Hier gibt's doch gar nichts. Hier ist so der alte Opa, der Angst hat. Also okay, es ist ein Nachtskip. Ah, vielleicht ja doch hier. Vielleicht ja hier irgendwo. Hier geht's vielleicht irgendwo nochmal hoch. Die Karte sieht ja so ein bisschen komisch aus. Vor allem da hinten, was ist das da? Hier pennen die Tiger. Achso, nee. Oh, so ein Scheißraum. Wieder mit Häschen. Hier waren Truhen. Hier ist aber nichts mit restaurieren. Voll kacke. Leute, ich weiß das nicht. Wer soll das überhaupt wissen? Hier kann ich überall tupfen. Ja, um Bäume pflanzen zu lassen, ja. Was ich übrigens auch noch machen muss. Ich muss ganz komisch irgendjemandem zeigen, wie ein Baum wächst. Auch total krass, um eine Perle zu kriegen, aber das erst später. Ach Leute, Mann, scheiße. Okay. Damit der Paar trotzdem noch ein bisschen kleines anderes Erfolgserlebnis hat, als hier nur die ganze Zeit so rumzueiern. Wo geht's denn hier lang? Hier ist überall nichts. Geht's da irgendwo hoch? Ne, sieht bloß so aus auf der Karte. Da ist ein kleiner komischer Schnipsel rechts hier. Naja, damit es auch ein kleines Erfolgserlebnis ist, hole ich mir jetzt einfach mal die letzte Kette. Ja, in den letzten 3 Minuten, die wir noch zur Verfügung haben. Ja, was ist denn das hier alles? Hier ist nichts zum Restaurieren. Wie oft soll ich es denn noch sagen? Leute, ich bin verzweifelt. Das muss ich den anderen mal machen. Gut, dann lasse ich das erstmal aus. Holen wir die anderen Perlen. Vielleicht habt ihr ja wieder eine Idee. Ihr seid ja die ganzen erfahrenen Insider hier. Ihr habt den Plan. Ich nicht. Ja, ich verstehe echt nicht. Ne, hier ist überhaupt nichts. Vielleicht hier oben den Nippel oder sowas. Nee, kein Nippel zum Restaurieren. Da geht einfach gar nichts, Mann. Und die, auch vor allem die Perle neben dem Speicherpunkt, da war auch nichts. Okay, warte mal. Hätte ich gleich drauf kommen können. Jetzt haben wir Nacht. Jetzt muss ich die ja irgendwo sehen. Wir haben es doch jetzt Nacht. Wo leuchtet hier eine... Das ist links neben dem Spiegel, verdammt nochmal. Sag mal. Oh, was ist das für eine Kiste? Eine ganz komische. Aber ich habe die verschreute Perle gefunden. Okay, wenigstens wieder eine. Rechts neben dem Spiegel, neben dem Weg steht. Ja, erstmal ist es links neben dem Weg. Ach, kommt vielleicht genau darauf an, von welcher Seite er kommt oder wie oder was. Mann, ey. Naja gut, haben wir wenigstens eine Perle in der Zuflucht. Und dann weiß ich auch, dass wir ja hundertprozentig die andere auch noch finden werden. Und was mache ich? Da war doch gerade ein Beamspiegel. Warum renne ich hier falsch lang? Leute, ich bin verwirrt. Ich bin sehr verwirrt. Obwohl, wir haben ja wieder viel geschafft in den 2 Parts, ja. Bald sind wir bei Part 120. Ihr habt ja alle schon Angst, dass es die 142 von meinen Skyward Sword LP überschreiten wird. Aber meint ihr wirklich? Meint ihr echt noch, ihr braucht noch über 20 Parts? Wo vor allem, da wir jetzt nicht mehr die Tiere füttern und sowas alles. Und naja. Okay, wir müssen noch ein fettes Ding müssen wir noch machen, um alles zu kriegen. Müssen wir nämlich, das wird sehr übel. Müssen wir nämlich auch noch gegen so eine fette, da wo die Spinnen waren, so eine Dämonentore platt machen. Die sollen wohl sehr lange dauern, habt ihr mir erzählt. Und erzählt man sich allgemein. Ich bin gespannt. Aber trotzdem, ich gebe doch nicht auf deswegen. Ich bin doch Luchsheik Linkmann. Ich bin ja ein Wolf im Schafspelz. Andersrum. Ach, ihr wisst schon. So, ist mir jetzt egal, ob der Part jetzt ein bisschen länger wird. Ich hole mir noch die Kette hier, damit ihr nicht so enttäuscht seid, in diesem Part hier rein gar nichts gesehen zu haben. So haben wir ein paar Perlen, haben jetzt alle Solarenergie, die es gibt, kriegen fette Kohle, wenn wir irgendwelche Glücksdinger und sowas finden. Und irgendwann werde ich auch noch meine goldenen Pfirsiche verkaufen, denn mir fehlt noch die letzte Waffentechnik, der braune Zorn und sowas alles. Schnell, Mann. Und ihr habt mir auch schon erzählt, dass es wohl alles hier so, wenn man das Spiel durch hat, ganz verschiedene statistische Dinge gibt. Zum Beispiel, wie viel Glück ich gesammelt habe, davon gibt's, kann man sich was freispielen. Wie viele Gegner ich getötet habe, kann man sich was freispielen. Und irgendwie so eine Sachen halt. Aber auch, wie viel... Nee, was wollte ich jetzt sagen? Ich weiß nicht, habe ich vergessen. Auf jeden Fall solche Sachen halt, ne? Solche Sachen. So, Typi, jetzt gib mir mal die letzte Perlenkette, die du hast. Ich habe komische Namen überall. So, die Arktis-Perlen. Alter Schwede. Her damit.
So, das war teuer. So, die wird jetzt noch gleich richtig schön hier aufgestockt. Goldstaub. So, Perlenkette. Zack. Boah, ist das cool. So, die wird jetzt gleich ausgerüstet, nicht wahr? Und mit der anderen auch ausgetauscht und dann haben wir mega fett. So, das wird jetzt meine Hauptwaffe und das wird meine Nebenwaffe. So, cool. Jetzt bin ich ja mal gespannt. Wie, sieht die geil aus, die Kette? Oh, schick. Voll lustig. Also, Freunde, wieder vielen Dank fürs Zuschauen. Und im nächsten Part dann ja Satterzuflucht oder ich gucke mir meine Liste an, was man noch so hat, was man sich noch so angucken muss, was noch gefunden werden muss. Auf jeden Fall wieder vielen Dank fürs Zuschauen und für eure ganzen Ratschläge. Wir kriegen ja 100% unsere eigens gedachten 100% locker zusammen. Bis zum nächsten Part von Okami. Tschüss, Mann.